Ich weiß, wie es ist, das Gefühl, seine eigenen Tiere nicht ernähren zu können. Ich warte nicht drauf, bis uns irgendwer mit einem Revolver auf den Hof kommt und sagt, so, jetzt steht ihr auch an der Wand. Das ist so, als würde einem das Leben zwischen den Fingern rund durchlaufen. Eigentlich möchte man die Welt in irgendeiner Form verbessern. Im Grunde ist das ja gelebte Revolution, so zu arbeiten. Die EU versorgt Landwirte mit Geld, auch um für uns Konsumenten stabile Preise zu garantieren. Allein in die deutsche Landwirtschaft fließen jedes Jahr über 6 Milliarden Euro. Diese Subventionen werden immer wieder kritisiert. Aber für Ingmar und Anna sind sie überlebenswichtig. Knapp 50.000 Euro haben wir bekommen. 60.000 Euro. Das ist ja unglaublich viel Geld, was da in Bewegung ist. Ja. Ich meine, wir haben 40 Kühe plus Nachzucht, wir haben ungefähr 100 Tiere. 30 Stück Milchvieh. 100 Hektar. 120 Hektar. Maschinen, wir haben Kredite. Man halt auch einfach immer so an der Existenzgrenze ist. Ja. Also es ist schon wirklich viel Herzblut dabei. Unsere Partner in den Supermärkten, die wollen auch immer, dass wir irgendwelche Angebote machen oder so. Die sagen, ey, das ist so knapp kalkuliert. Wie ist denn dein Verhältnis oder generell das Verhältnis zwischen ökologischen und konventionellen Landwirten? Wenn wir das komplett an die Wand fahren würden als Demeter-Landwirtschaft oder Biolandwirtschaft, dann gäbe es immer noch die konventionelle Landwirtschaft, die einfach diese Grundversorgung rettet. Also ich denke, dass es bei den konventionellen ganz viele Landwirte gibt, die das mit Herz und Seele machen sozusagen, die ihre Tiere sehr gut halten. Also ich bin mit unseren konventionellen Nachbarn auch befreundet. Wir haben jahrelang zusammen Fußball gespielt und viel Bier zusammen getrunken. Und ich habe ja auch konventionelle Landwirtschaft studiert. Ich persönlich bin natürlich überhaupt kein Freund von Pestiziden, Herbiziden und diesem ganzen Chemie-Cocktail. Umgerechnet zahlt jeder Bürger 114 Euro für die EU-Agrarsubventionen. Wie viel ein Bauer davon bekommt, richtet sich vor allem danach, wie viel Hektar er bewirtschaftet. Vereinfacht gesagt also, großer Hof viel Geld, kleiner Hof wenig Geld. Wenn die dieses Jahr wegfallen, werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich pleite. Wir sind so abhängig davon und es wird so spitz auf Knopf gewirtschaftet. Boah, die Zahlungen sind mal wieder da. Aber es ist eben auch gleichzeitig halt ein Abhängigkeitsgefühl. Was würdest du denn gerne ändern an diesem Subventionssystem? Es müsste eigentlich mehr an die Regionen und die Betriebe, die da sind, angepasst sein. Dass Geschäftsmodelle, die einfach darauf abzielen, möglichst viel Subventionen zu bekommen, dass die gedeckelt werden, dass das dann umverteilt wird. Dass man wirklich sagt, okay, die klimatischen Härtefällen ausgesetzt sind, da müssen wir reinbuttern. Der Alltag von Landwirten ist echt anstrengend. Und von der Kohle, die dabei rumkommt, kommen Anna und Ingmar gerade mal so über die Runden. Dabei haben sie einen total verantwortungsvollen Job. Und der Klimawandel macht das Ganze nicht gerade leichter. Warum kommt da jetzt kein Regen runter? Das gibt's doch gar nicht über Monate. Ich weiß nicht, ob dieser Dürresommer Folge des Klimawandels war, aber der Klimawandel wird kommen. Wir müssen uns halt einfach breit aufstellen, ne? Weil ich weiß nicht genau, ob die Hühner vielleicht in Zukunft noch möglich sein werden, ob wir überhaupt noch Getreide anbauen können. Dieses Jahr muss ein gutes Erntejahr sein, sonst müssen wir Tiere abgeben, was sich natürlich sofort auf unseren Umsatz niederschlägt. Vor einer Woche war 5-Minuten-Sturm, hat sie so richtig zusammengeballt und dann kam ein Gewitter mit Hagel und allem und da sind mir meine ganzen Hühnergeschichten um die Ohren geflogen. Mhm. Was kann denn ich als Konsumentin anders machen? Wenn du sagst, du forderst mehr Bio und strengere Richtlinien und was weiß ich, für die Schweine in den Mastställen mehr Platz und gehst trotzdem immer das kleinstpreisige Angebot kaufen, das Problem ist da im Denken drin. Ich meine, ich gebe zu, es ist als Konsument wirklich nicht so einfach, bei diesem ganzen Label-Dschungel das richtige Produkt herauszufinden. Wir haben deshalb bei unserem Hof, fahren wir solidarische Landwirtschaft und wir da in direktem Kontakt sind mit den Menschen, die Einblick haben können in unsere Tätigkeiten. Ich wohne sehr weit weg von Landwirten leider. Wenn jemand hier mit mir auf der Weide steht, dann zahlt er gerne 60 Cent für ein Ei, weil einfach noch mehr Leute zu schätzen wissen, was wir machen und wir noch mehr in Richtung Bilderbuch gehen können. Hier fühlt sich das Europäische Parlament ziemlich weit weg an. Dabei haben die Gelder, die aus Brüssel verteilt werden, sehr viel damit zu tun, wie es Bauern und Kälbern in Deutschland geht. Ich habe das Gefühl, ich trage meinen kleinen sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt für meine Kids bei. Wenn ihr euch mit euren Lebensmitteln beschäftigt und guckt, wo die herkommen, dann profitieren auch die Tiere und profitiert auch die Umwelt. Achtest du beim Einkaufen drauf, wo es herkommt? Kaufst du Bio? Ja oder nein? Schreib's mir in die Kommentare und guck dir vielleicht auch noch das andere Video an, das ich schon über Landwirtschaft gemacht habe. Da war ich nämlich bei konventionellen Bauern. Überhaupt, falls du das noch nicht kennst, solltest du vielleicht Deutschland 3000 ganz dringend abonnieren. Was war da jetzt nochmal der Trick?